Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen bei Mix It Easy bei Steffi, also zu einem Filmchen mit mir. Und heute habe ich tatkräftige Unterstützung von meiner Tochter, von der Anni. Wir waren gestern hier in Arnsberg bei Klör. Und zwar, das ist diese Firma, die unter anderem diese tollen Waffeleisen herstellt. Unbezahlte Werbung übrigens. Ich kann euch den Kassenbon von meinem Einkauf gerne zeigen. Wir haben super geiles Waffeleisen gekauft. Und ihr wisst ja, wir sind gerade so ein bisschen im Waffelwahn und probieren verschiedene Rezepte aus. Gestern waren es die Buttermilchwaffeln vom Cookidoo, also von dem Thermomix-Rezeptportal. Und die waren granatenmäßig. Und weil die so granatenmäßig waren und wir das nicht für euch mitgefilmt haben, haben wir gedacht, machen wir das heute und ausnahmsweise mal zusammen. So, hier ist wieder eine Nachricht gekommen gerade. So, und jetzt legen wir los. Wir haben uns schon die Zutaten hier hingestellt. Annilein, kannst du mal vorlesen, was hier jetzt steht bis hier unten? Also, wir brauchen 200 Gramm Butter, weich in Stücken. Dann 80 Gramm Zucker, 50 Gramm Vanillezucker. 2 Prisen Salz, 6 Eier, 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 500 Gramm Buttermilch und ja, am Ende Puderzucker für die Waffeln. Genau. Also, wir haben die ja gestern schon ausprobiert. Wir sind so Leute, die essen die Waffeln gerne pur. Und uns persönlich war es ein bisschen zu wenig Zucker. Es sind ja jetzt Zucker plus Vanillezucker sind ja dann im Rezept 130 Gramm. Bei uns persönlich ein bisschen zu viel. Wir runden jetzt auf, bitte einmal weghören, auf insgesamt 200 Gramm. Das heißt 150 Zucker. Hä? Du hast gerade zu viel gesagt, du meinst zu wenig. Ja, zu wenig. Wir haben gestern zu wenig. Also uns war es nicht süß genug. Also wir nehmen jetzt 150 Zucker und 50 Vanillezucker. Aber der Vorteil ist ja, jeder kann so variieren, wie er es lieber mag. Und von daher schon mal gut. So, jetzt fangen wir an. Kochvorgang starten. Waffeleisen einfetten und vorheizen, das mache ich jetzt noch nicht, denn der Teig muss eine halbe Stunde nachher stehen mindestens. Aber ich lese euch das nachher mal vor. Wir haben nämlich von Klör so ein kleines Heftchen mitgekriegt, wo wichtige Tipps zum perfekten Waffelbacken drin stehen. Und die lese ich nachher mal vor, wenn wir den Teig fertig haben. So, und wir machen mal Deckel ab. Schmandelchen. So, 200 Gramm weiche Butter. Die Anni kloppt da rein jetzt und ich gehe mal hier auf was. Trinken. Und der dicke Parken nicht schon wieder hier. Oh, ich bin jetzt mal ganz unverschämt und trinke mal so was Ungesundes hier, aber liebe ich. Also 200 Gramm Zucker, Butter. 200 Gramm Butter. Ach, ich muss da hier ablegen, ne? Ja. Dann kommen 80 Gramm Zucker rein. Und wir haben da jetzt. Wir haben 150. So, die Aufnahme hat gerade irgendwie gestoppt, weil ich so eine Installationsinfo gekriegt habe, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, wir haben jetzt 150 Gramm Zucker drin. Jetzt machen wir noch 50 Gramm selbstgemachten Vanillezucker rein. Genau. Dann kommen 2 Prisen Salz. 2 Prisen Salz. Was ist eine Prise Salz? Das fragen auch ganz viele. Eine Prise ist so viel, wie zwischen zwei Finger passt. Ich habe jetzt ein bisschen was reingeschüttet. Ach. Hat ja gestern auch. Du hast es ja gestern auch wunderbar gemacht. So. Dann kommen 6 Eier. Größe M sollten das sein. Dann brauchen wir. Hier ist der Deckel. Jetzt wird es schön miteinander vermischt. Anni hat das ja gestern alleine gemacht, deswegen weiß ich gar nicht, wie genau das Rezept vonstatten geht. Was steht da? Zwei Minuten Stufe 3. Auf Stufe 3. So, der Thermomix bimmelt jetzt. Wir gucken mal rein. Das sagte Anni mir nämlich gestern schon, dass man so ein paar Reste vom Rand lösen muss. Man sieht, weil es ein bisschen grisselig ist, die Zutaten hatten nicht alle Zimmertemperatur. Wir haben die Eier nicht früh genug rausgeholt, gestern schon. Das bedeutet, es sollte auch, um ein perfektes Waffelrezept eigentlich zu bekommen, also ein perfektes Waffelergebnis zu bekommen, die Zutaten auch alle Zimmertemperatur haben. Aber wie gesagt, am Ende des Films lese ich euch das mal vor, was da in der Beschreibung steht. So, weiter geht's. Genau, jetzt kommt das Mehl rein. Hatten wir alles schon schön abgewogen. In der Zeit kann ich schon wieder hier ein paar Sachen wegtun. Und hier ist schon wieder ein großer Hundeauflauf. Ja. Paco, Jack und Tyson stehen hier. Soll ich euch das mal zeigen? So. Da hinten ist Paco. Da ist Jackelmann. Ja. Da.
Hier, da ist Jackalmann. Und Eis. Ein bisschen habe ich geklettert. Das macht nichts. Ich stell euch erstmal hier wieder gerade. So. Gut. Dann kommt ein Päckchen Backpulver rein. Genau, ein Päckchen Backpulver. Und 500 Gramm Buttermilch. Und die leckere Buttermilch. Gelernt ist gelernt, ne? Das liegt in den Genen, glaube ich. Das ist so weiter vererbt worden, irgendwie so. Ne, Anne, schon wieder nicht ganz 500 Gramm. Aber ist ja nicht schlimm. Also noch ein bisschen was reintun. Nö. Manchmal dauert es auch ein bisschen, bis hier noch was rausgelaufen ist. Ich glaube, da kommt nichts mehr so richtig. Also richtig auskratzen kann man das Ding auch nicht. Wisst ihr, da geht es mal Grammchen weiter. Also vielleicht kommt man vielleicht auf 495, wenn man lange genug schlackert hier, aber das war es dann auch. Ja, 495, komm. Das reicht. Egal. Genau, das schmeiße ich weg. Spatel einsetzen und während das Messer dreht, beim Verrühren mithelfen. Der hängt da oben an der Wand. Genau, halt mal rein schon. Genau, jetzt drück auf Weiter. Was steht da? 1 Minute 30 auf Stufe 3 und beim Rühren helfen. Genau. Die 1 Minute 30 sind rum. Mach mal ab. Jetzt ist der Teig quasi schon fertig. Teig im Waffeleisen nacheinander 12 Waffeln backen. Also ich habe gestern auf jeden Fall mehr rausgekriegt. Genau. Ich habe jetzt noch ein bisschen Mehl. Genau, also Mehl wieder mit dem Spatel vom Rand lösen und dann nochmal unterrühren lassen. Aber das ist absolut okay. Das habe ich bei anderen Waffelrezepten ganz genauso. So, und jetzt, pass auf, jetzt geht es nämlich hier richtig ab, weil ich euch jetzt mal vorlesen will, die Tipps. Nehmt euch mal eben kurz ein bisschen Zeit. So, 10 Regeln mit Herz steht hier drauf. Alle Zutaten sollten Raumtemperatur haben. Verrühren Sie zunächst Ei, weiche oder zerlassene Butter, Zucker, Vanille, Zucker sorgfältig. Vermischen Sie das Mehl mit der angegebenen Menge Backpulver. Durch zu viel Backpulver entsteht ein unangenehmer Nachgeschmack. Wir raten zu Weinstein-Backpulver, da dieses keinen Nachgeschmack bildet. Wir empfehlen Wasser statt Milch. Mineralwasser mit viel Kohlensäure hat dieselbe Wirkung wie Backpulver und macht daher die Waffeln besonders locker. Durch die Verwendung von Mineralwasser kann die angegebene Menge an Backpulver etwas reduziert werden. Geben Sie Wasser und Mehl im Wechsel in den Teig. Geben Sie jedes Mal nur so viel Mehl hinzu, dass Sie es vollständig unterrühren können, bevor Sie wieder Wasser hinzufügen. Vermeiden Sie, dass Mehl direkt auf Wasser trifft, da der Teig sonst Klumpen bildet. Rühren Sie so viel Wasser unter, dass der Teig noch dickflüssig ist, aber gut vom Löffel fließt. Geben Sie Zutaten wie Mandeln, Nüsse, Aromen oder Alkohol erst zum Schluss in den Teig. So, jetzt kommt's. Lassen Sie den Teig mindestens 25 Minuten, jedoch nicht länger als eine Stunde stehen. Der Teig wird während dieser Zeit dickflüssiger. Rühren Sie den Teig danach nicht mehr um und verbrauchen Sie ihn auf einmal. Längeres Lagern des Teiges führt zu schlechteren Backergebnissen. Fetten Sie den Waffelautomaten nur vor dem Backen der ersten Waffel mit Butter ein. Bei den meisten Waffelteigen ist es für die weiteren Waffeln kein Einfetten mehr notwendig. Legen Sie die fertigen Waffeln auf einen Rost. Stapeln Sie frische Waffeln nicht, da sie so an der Oberfläche weich werden. Waffeln schmecken am besten, wenn sie frisch serviert werden. So. Was ich nicht wusste, ist mit dem Waffelteig, dass man ihn mindestens 25 Minuten stehen lassen soll, damit er optimal quellen kann, und dann soll man ihn nicht umrühren. Und das haben wir gestern auch gemacht und es ist ein perfektes Ergebnis. So, wir sehen uns, ich sehe euch in frühestens 25 Minuten wieder. Ihr seht mich oder uns jetzt gleich wieder und dann backen wir schöne Waffeln. So ihr Lieben, der Teig stand jetzt mindestens eine halbe Stunde und ich habe jetzt hier beide Waffeleisen vorbereitet, mein altes und mein neues, und will das mal so ein bisschen miteinander vergleichen. Das von Klör, ich habe jetzt eins mit so einem Signalton, ich persönlich finde das gut, ganz viele von euch haben mir geschrieben, oh, regt mich voll auf, ich finde es voll cool. Stell euch jetzt mal so ein bisschen runter, da seht ihr übrigens Paco, der wieder genüsslich an einer Auflaufform schnuckert, ja, um die, die letzten Reste da rauszuholen. So, und hier ist mein
wunderbar tolles Waffeleisen. Das habe ich jetzt vorher einmal eingefettet, also nur für die erste Waffel, ne, so wie es auch in der Beschreibung steht. Das könnte ein bisschen viel gewesen sein. Das ist jetzt eine andere Schöpfkelle als gestern. Ich habe es jetzt auf 3 gestellt. Gestern hatten wir es zwischen 3 und 4. Ne? Da war es relativ braun, ne, Anni? Ja. Ja, jetzt gucken wir mal, was gleich da rauskommt. Hört ihr, wie es piept? Ich glaube, das war ein bisschen viel Teig. Oder? Ja, hier ist ein bisschen übergebacken, aber auch nur ein ganz klein bisschen. Und ich zeige euch die jetzt mal. Hier beim anderen Waffeleisen. Also die sieht schon mal wieder sehr gut aus. Jetzt hier ist mein altes. Da ist jetzt auch das Licht ausgegangen. Ja, die klebt jetzt hier oben fest. Nicht so schlimm. Aber die sieht eindeutig nicht so gut aus wie die andere. Und ist auch viel, viel flacher und härter. Die ist richtig schön fluffig gebacken. Das ist schon ein Unterschied. Gefällt mir besser. Ja, Anni, vergleich mal. Guck mal. Das ist die aus dem anderen, ne? Das ist die aus dem anderen. Mhm. Guck mal, erstmal ungleichmäßig braun. Mhm. Ach, ihr könnt das sehen. Also ungleichmäßig braun. Und jetzt guckt ihr das mal an. Die ist ganz platt und die ist ganz luftig. Mhm. Wisst ihr das? Ja. Nimm mal beide in der Hand auch. Dann merkst du auch schon den Unterschied, ne? Ja, man merkt das direkt. Die ist auch so. Ja, die ist so kompakt und fest und die ist so locker und luftig, ne? Ja. Ja, also hat das auch tatsächlich was nicht nur mit dem Teig zu tun, sondern auch mit... mit dem Waffeleisen, also das alte stöpsel ich jetzt ab. Ich wachse lieber jetzt alle hier drin. Und ich probiere jetzt einmal hier von dem neuen Waffeleisen, von dem alten. Ja, mach mal. Ja. Och, das mache ich doch auch jetzt mal. Also, ne? Also mein neues Waffeleisen. Ich mache jetzt mal hier einfach vom alten. Man sieht, ja, man kann das sehen. Seht ihr das? Hier ist richtig schön hell in der Mitte und luftig und hier ist das ganz platt. Das schmeckt auch viel besser von dem neuen. Probier mal. Da innen, weißt du, was hier der Unterschied ist? Es ist innen weich und außen knusprig. Das ist, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Überhaupt nicht vergleichen. Krass. Das muss ich jetzt gleich erstmal sofort auf Instagram zeigen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. I'm very happy. I'm very happy. Gleich erstmal schön. Meine Lieben auf Instagram zeigen. Hallo. Hey, warte mal. Ich will euch das schon mal zeigen. Also hier sind jetzt die Buttermilchwaffeln. Wir haben ja zwischendurch auch immer gefuttert und hier hinten stehen auch noch welche. Wie viele wir jetzt ungefähr raus haben, also wir meinen, das sind so 15 Stück. Weil wir auch zwischendurch gegessen haben und die eine war ja in dem anderen Waffeleisen gebacken, in dem alten. Also so 15 Stück kriege ich da raus. Auch ordentliche, also nicht so dünne Dinger oder so. Ne? Richtig geil. Also ich bin total begeistert. Den einzigen Nachteil, den ich jetzt habe, ist, ich muss jetzt alle anderen Waffelrezepte, die ich hier schon online gestellt habe, nochmal ausprobieren, ja, weil ich ja jetzt ein viel besseres Waffeleisen habe und dann das Ergebnis, das Backergebnis viel, viel besser wird. Als nächstes werde ich die Quarkwaffeln wieder machen, die ich auch schon verfilmt habe, nach einem Rezept von Food with Love. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Post. So, auf diesem Wege. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei wart. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Über ein Abo würde ich mich freuen. Ja? Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei. mixiteasy_bei_steffi. Und ich blende euch das hier unten auch nochmal ein. Oder ihr guckt mal in meinem Online-Shop vorbei. www.mixiteasy.shop. Da gibt es viel tolles Zubehör rund für den Thermomix. Oh. Ach, jetzt bin ich mal gespannt, was da gekommen ist.